Ich buddel mich jetzt mal so tief, dass ich auch gleich noch ein bisschen Soße für euch habe. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Nach ein paar Tagen, ja, mir ging es nicht so gut. Ich lag irgendwie mit Darmkrämpfen so ein bisschen flach. Und dann ist es immer schlecht, Lebensmittel zu testen, die werden wahrscheinlich auch noch Zucker enthalten. Ich habe hier einmal für euch im Test die neue Eiscreme mit Franzbrötchen. Ich glaube, es gibt sie schon einige Zeit. Dennoch zähle ich sie noch zu den neuen Produkten mit dazu. Es ist eine Eiscreme mit Zimt- und Keksgeschmack, durchzogen mit einer Soße mit Zimtgeschmack, 11%. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Als Kind mochte ich keinen Zimt, jetzt liebe ich Zimt. Und eine zimtige Eiscreme kann ja eigentlich dementsprechend dann nur gut werden. Ich bin sehr gespannt, wie sie schmeckt. So, und das Eis sieht jetzt erstmal ganz normal aus, wie so ein Vanilleeis. Also einfach nur so ein gelbliches Eis. Ich habe es ein bisschen antauen lassen. Ihr solltet Eis immer ein bisschen antauen. Ich buddel mich jetzt mal so tief, dass ich auch gleich noch ein bisschen Soße für euch habe. Hier erstmal nur so ganz normales Eis. Mm. Oh, wie geil schmeckt das denn? Boah. Lecker. Also es sind keine Keksstücke enthalten. Aber Leute, das schmeckt ja richtig süß. Das schmeckt richtig geil nach Zimt. Ich buddel mich jetzt hier mal so tiefer rein, dass ihr hier auch nochmal... Ja, in der Mitte ist es wirklich nicht viel Zimtsoße. Es ist echt wirklich nur ganz minimal. Man kann sie wirklich kaum erkennen. Oh, mega geil. Mega geil. Oh, wie lecker ist das bitte? Es schmeckt auch diese Soße, wenn ihr euch ganz tief durchbuddelt und ihr kommt endlich an diese Soße, dann schmeckt es auch richtig nach diesen Franzbrötchen, die ihr auch beim Bäcker bekommen könnt. Und die andere Eiscreme, also der Rest... hat wie gesagt keine Keksstückchen, es hat einfach nur einen Keksgeschmack. Und es ist wirklich eine Kombination aus Keksgeschmack, Zimt und diesen Franzbrötchen. Auch wenn es, also es schmeckt genau nach dem, was hier drauf steht. Das ist unfassbar gut. Ich kann dem nur 10 Punkte geben. Also wie lecker kann etwas sein? Wirklich sehr, sehr geil. Ich habe sie bei Edeka entdeckt. Bei Kaufland gibt es sie nicht. Zumindest nicht bei meinem Kaufland. Bei Rewe habe ich sie auch noch nicht gefunden. Wirklich derzeit nur bei Edeka. Und richtig, richtig lecker für Leute, die Franzbrötchen mögen und die Zimt mögen. Es ist wirklich eine geile Sorte. Und ich finde es auch gut von Mehlrahm, dass hier oben so ein paar Vögel oder Möwen drauf sind. Weil, ja, ich freue mich, dass es diese Eiscreme schon jetzt gibt und nicht erst zu Weihnachten. Weil ich finde, man kann Zimt auch das ganze Jahr über essen und nicht nur zu Weihnachten. Ja, Leute, danke fürs Zusehen und wir sehen uns in meinen nächsten Testvideos.